Ja, liebe Zuschauer von Avia TV, wir melden uns wieder aus dem Hochsauerland 2010, dem Kurhotel, wo die deutsche Mannschaft seit Jahr und Tag untergebracht ist. Und Andreas Wellinger, wenn er in Willingen war, hat er auch nicht woanders geschlafen, gell? Immer hier, oder? Bis jetzt bin ich immer hier. Fünfte Mal. Wobei, einmal musste ich leider aussitzen. Du bist umgetauft worden heute Nacht, ne? Mehr oder weniger. Sie haben ein kleines Wortspiel gemacht. Aus Willingen haben sie Wellinger gemacht. Oder die Willinger. Aus Wellinger, Willinger. Wie auch immer. Wie auch immer. Ja. Jedenfalls bin ich jetzt mehr oder weniger heimisch. Okay. Bist jetzt auch schon Skiclub-Mitglied? Zweitmitgliedschaft? Sie haben mir gestern schon die Skiclubschaft angeboten. Ich habe gesagt, wir müssen nur genauere Details besprechen. Ja. Aber an sich bleibe ich doch lieber in Oberbayern. Das macht dann der Peter. Genau. Peter Knoll. Dein Manager. Ja, ja gut, dafür bin ich ja hier Details. Mitglied. Also das geht ja, schon. Ja, das reicht aus. Gestern mit einem Traumsprung die Quali gewonnen. Vor einem Jahr hier auch den Teamwettbewerb gewonnen. Also man kann nicht sagen, dass du die Schanze nicht magst. Das kann man so sagen. Es ist eine extrem coole Schanze, die größte Großschanze auf der Welt. Und vor der Kulisse macht es immer extrem viel Spaß zu springen und ganz perfekt war der Sprung gestern noch nicht. Also gibt es den überhaupt, den perfekten Sprung? Hast du schon mal einen gehabt aus deiner Sicht? Wahrscheinlich findet man immer irgendwas, das man besser machen könnte. Und deswegen war auch gestern noch Luft nach oben, aber das ist einfach immer so. Also man findet immer irgendwo noch was im Sprung, wo man sagt, das könnte noch besser machen oder da könnte noch einen Meter rausholen. Aber an sich habe ich gestern gut trainiert und habe einen guten Quali-Sprung gemacht. Und ja, dass es für einen Quali-Sieg dann reicht, ist natürlich extrem schön. Aber deswegen heißt es nach vorne schauen, heute und morgen auf den Wettkampf. Die 2000 Euro, du nimmst einfach mit, die brauchst du eigentlich gar nicht. Ne? Bist ja schon ein wohlhabender Mann. Woher willst du das wissen? Ja, das hört man so, dass das Sponsoring bei dir richtig greift und dass sie hinter dir her sind. Guck mal, Milka zum Beispiel, Nachfolger von Martin Schmidt hier. Das ist ja nur, dass ich nicht vom Fleisch fall, dass ich mal ein bisschen was so im Bauch kriege. Ah, ein paar Tafeln als Reserve, ja. Das ist eine optische Verbindung, Milka. Aber ich habe irgendwas im Kopf, dass du da schon mal ausgestattet worden bist. Von Milka? Ja, von dir, mit zwei Tafeln. Ja, das ist aktive Bestechung. 2 Kilo, oder? Ja, irgendwie. Na, das waren nur normale Tafeln, noch nicht mal große. Ja, man muss auch mal mit kleinen Sachen zufrieden sein, Herr Thiele. Welli, nun lenk doch mal nicht ab hier. Also, wir waren gerade bei Martin Schmidt und kursiert ja auch so ein Ding in der Bettwäsche von Martin Schmidt. Das geht doch gar nicht, ne? Der hat doch keine eigene Kollektion Bettwäsche. Doch, zu der Zeit. Hatte der? Hatte er, ja. Ja? Und hast du geschlafen? Ich habe in meinem Bett geschlafen, ja, das ist richtig. Und damals... Könnte fast nicht gewesen sein, dass ich Windeln angehabt habe. Nee, so lange ist es doch nicht her, aber habe ich mal was gehört, ob das stimmt, weiß ich so nicht. Aha, aber eine direkte Kette gibt es ja in der Werbung, ne? Martin Schmidt war der Repräsentant von Milka und jetzt hat sich Milka wahrscheinlich gesagt, Wellinger, guter Typ, bei den Mädchen hat er mächtig Schlag, die essen auch ab und zu mal eine Tafel Schokolade. Hat man dir mal gesagt, weshalb sie dich genommen haben? Wenn du das so sagst, wird es wahrscheinlich so sein. Ja. Nee, es ging bei mir ja am Anfang relativ schnell bergauf und dann war eben Interesse von deren Seite da und das war für mich einfach auch eine Ehre, so eine Farbe und so eine Firma repräsentieren zu dürfen. Die haben doch schon eine sehr, sehr lange Zeit im Wintersport und ich freue mich jeden Tag, wo ich den Helm tragen darf oder auch die Mütze und deswegen... macht Skispringen dann umso mehr Spaß. Aber Schokolade essen vom Gewicht her, das ist nicht ganz so einfach, oder? Nö, ich habe da überhaupt kein Problem bei mir. Ich habe, glaube ich, von meinem Papa ganz gute Gene mit auf den Weg gekriegt. Und wenn ich Hunger auf ein Schnitzel habe, dann esse ich ein Schnitzel. Und wenn ich keinen Hunger auf ein Schnitzel habe, dann esse ich keins. Du bist also ein schlechter Futterverwerter. Nee, ein guter Futterverwerter. Nee, ein schlechter. Nee, ein guter, weil das, was oben reinkommt, wird gut verwertet. Ja, aber wenn du das alles essen kannst, dann werden doch die Kalorien nicht komplett rausgezogen. Wir können ja einen Experten mal fragen. Gut. Ein Ernährungsberater oder was? Ja, natürlich ist man ein guter
Futterverwerter. Ach, mein Gott. Leute, schickt das Arbeitsamt. Themawechsel vielleicht. Ja, gleich. Aber bitte, wenn ich ein guter Futterverwerter bin und wenig esse, reicht mir das aus, um ernährt zu werden. Ja. Bist du ein schlechter Futterverwerter, kannst du relativ viel essen. Er will einfach Komm. Nur recht haben. Ja. Ich kenne das irgendwie. Wir irgendwie geben ihm einfach recht und dann ist er zufrieden. So habe ich das auf dem Sender 13 Jahre gemacht und ich hatte meine Ruhe dann. Wie ging das? 13 Jahre? Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Wollt ihr vielleicht alleine weitermachen, oder wie? Du, wenn du so weitermachst, dann komme ich gleich auf die nordische Kombination und das Laufen zu sprechen. Können wir gerne machen. Ja, bitte. Ja. Ja, ich habe immer noch keinen Bock aufs Laufen. Ja, das dachte ich mir, ja. Oder aufs Schnelllaufen. Ja. Genau. Ja. Also Laufen geht ja. Ich mal Langlaufski anziehen und ein paar Runden drehen, mache ich gern, aber in der Intensität, die es dann als Kombinierer braucht, war einfach nie meine Sportart oder Spezialdisziplin. Jetzt können wir mal versuchen, ernsthafter zu werden. Wie kam es überhaupt dazu, dass du als Kombinierer angefangen hast? Das ist bei uns eigentlich im Verein typisch. Also ich glaube, dass jeder erstmal mit der Kombination anfängt, weil die Grundausbildung deutlich breiter aufgestellt ist und man nicht von Anfang an so spezialisiert ist auf eine Sache. Und das finde ich persönlich auch gut, weil man dann einfach verschiedene Sachen macht und nicht von Anfang an nur die eine Linie Skisprung, Schnellkraftsportart geht. Und dann entwickelt sich sowieso bei jedem. Der eine ist besser im Laufen, der andere besser im Springen. Und so geht dann jeder seinen Weg, der für ihn am besten ist. Verfolgst du das noch, was die Kombinierer anstellen? Ja, auf jeden Fall. Sind zu erfolgreich, finde ich. Es ist, das Ergebnis ist im Endeffekt immer dasselbe, was für die Sportart, glaube ich, auf Dauer nicht allzu gut ist. Deshalb gewinnst du auch nicht alles, ne? So clever. Ich habe letzte Woche das Rennen in Courchevel gesehen und das war mal wieder richtig richtig Werbung für die eigene Sportart. Wenn 20 Mann auf der Runde unterwegs sind innerhalb von 10 Sekunden und da geht die Post ab, dann macht es schon Spaß. Das Herz schlägt immer noch irgendwie ein bisschen. Nein, es ist ja auch ein Sportinteresse. Ich meine, die Jungs, jeder oder viele Sportler schauen ja auch anderen Sportarten zu. Ob das ein Fußballer ist, der immer Wintersport guckt oder umgedreht, bist ja auch ein glühender Bayern-München-Fan oder auch andere. Jeder, der, sag ich mal, auch Profisportler ist oder es so lange macht, schaut ja auch den anderen Disziplinen zu. Leider trifft man sich zu wenig, um auch mal auszutauschen. Man weiß ja auch, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie schwierig es auch ist, solche Erfolge feiern zu können. Andreas, wir haben von dem perfekten Sprung gesprochen, den man eigentlich gar nicht hat. Die Schwankungen in der Leistung des Andreas Wellinger, sind die noch gegeben oder sind die seit Bischofshofen ad acta? Die Schwankungen gibt es immer, weil einfach dafür unsere Sportart zu sensibel ist und die Dichte zu hoch. Aber ich glaube, dass insgesamt weniger werden und das Ganze auf einem konstanteren Level weiterentwickelt wird, was auch meine Vorstellung und mein Ziel ist. Wie hatte ich denn das mitgenommen, Bischofshofen, die Quali gewonnen und dann nicht im zweiten Durchgang? Ja, da sieht man einfach, wie nah Sieg und Niederlage in unserer Sportart zusammenhängen. Und das war natürlich an meinem Tag war's ein Hoch, ein richtig geiles Erlebnis, auch mit dem Schanzrekord, der, glaube ich, 11 Jahre Bestand hatte. Und am nächsten Tag ist es genau das Gegenteil. Da kommen dann mehrere Faktoren zusammen. Da ist wenig Anlauf, dann ist Rückenwind, dann passt der Sprung nicht optimal. Und dann kommt einfach mal so ein Ergebnis dabei raus. Und dann hat man am Tag mal ein bisschen schlechtere Laune, aber am nächsten Tag geht das Leben dennoch weiter. Und da versuche ich immer nach vorne zu schauen und einfach die Arbeit weiterzuführen. Nach außen hast du ein sonniges Gemüt. Also da hat man den Eindruck, hakt er ab. Nach innen auch. Prima. Muss ja nicht alles so kompliziert sein. Ja. Aber könnte man nicht sagen, wenn man jetzt so das Team so verfolgt, vielleicht, dass man mit der FIS redet, den Weltcup wieder 2 Wochen eher zu Beginn, dann wäre ja die Form zur Tournee vom deutschen Team, von dir, Richard Freitag, eigentlich auf dem Punkt da gewesen. Wenn man es jetzt in der Saison analysieren würde, ja, wahrscheinlich schon. Grundsätzlich könnte man es, glaube ich, machen. Also speziell, es ist cool, wenn man sieht, wie das Engagement und die Leute in Klingenthal sich einfach abrackern, um die Schanze fertig zu kriegen. Ich bin eher der Meinung, man könnte zu der Zeit auch hingehen, wo
vielleicht schon der Schnee und die Bedingungen sind, wären wir wieder beim Thema Nordamerika, wo wir mit Ironwood jetzt dann nächstes Jahr mal wieder hinfahren dürfen und wir als Athleten auch so... Ja, ja, Ironwood ist ja Skiflugschanze. Genau, die erste private Skiflugschanze. Ich meine, wäre ja auch interessant, mal die Saison mit einem Skifliegen zu eröffnen. Ich glaube aber, die ist umgebaut worden. Ja, deswegen. War ja schon groß. Überraschend, wie es wird. Und an sich wären in Amerika die Möglichkeiten da, dass man auch schon früher im Weltcup startet. Warum es leider nicht so ist, ja. Ich glaube, da steht ein bisschen finanzieller. Budgets dran. Ja. Ansonsten wäre es ja, ist ja bekannt wie Salt Lake City 2002 Olympische Spiele. Durch die Zeitverschiebung wäre es natürlich auch eine sinnvolle Geschichte. Man springt früh und bei uns ist es am Abend. Also wurde auch schon diskutiert. Ich meine das jetzt aber eher wegen der Form. Zwei Wochen eher. Ja, gut. Man könnte auch zwei Wochen eher trainieren, aber wer weiß es schon. Ne? Wenn man sich so wünschen könnte, dann wäre es einfach, aber es ist dann doch nicht immer so einfach, sich dann genau auch auf den Punkt hinzutimen und positiv ist, dass die Tendenz nach oben geht. Ja. Lass mich mal nachhaken. Die gleiche Frage haben wir auch dem Richard Freitag gestellt. Lässt sich in dieser diffizilen Sportart Skispringen oder Skifliegen ein Formaufbau wirklich kalkulieren? Kann man den wissentlich hinbekommen? Oder nee, geht nicht. Es ist natürlich, strebt man das an und versucht sich auf solche Dinge vorzubereiten und wahrscheinlich funktioniert es auch in den meisten Fällen, aber dass man jetzt mit Gewissheit sagen kann, es funktioniert, dass ich in drei Wochen am besten Skispringen, weil ich jetzt nochmal zwei Wochen vom Weltcup daheim bleibe und ins Training gehe, funktioniert nie mit Gewissheit. Es sind ja automatisierte Bewegungsabläufe, ne, im Skispringen. Nur, es funktioniert ja nicht automatisch, da ist der Rückenwind, da ist der Aufwind, da ist mal das. Es gibt zu viele Begleiterscheinungen, die Automatismen stören. Und darauf musst du eingestellt sein. Ist das bei jedem Wettkampf, bist du mental so, dass du einkalkulierst, was auf dich zukommt? Nee, weil wir wissen es eh nicht. Also wenn man jetzt einen Wettkampf in Whistler hernimmt, wo die Bedingungen so schnell wechseln, da steht man als Athlet oben und weiß sowieso nicht, ist jetzt Aufwind oder Rückenwind. Und man muss seinen Sprung machen und dann ist es, glaube ich, so, dass wenn der Sprung gut ist, dann funktioniert er bei beiden Bedingungen. Ist auch die gleiche Technik. Da änderst du nichts. Kein Anstellwinkel oder was weiß ich, wenn der Wind... Also ich weiß nicht, ob Nationen wie die Slowenen, die doch einen extremeren Sprungstil haben, ob die bewusst irgendwas anders ansteuern. Aber bei mir ist es nicht so. Hast du das Material gewechselt im Sommer, wie auch einige andere? Ist ja normal, dass man immer was testet. Aber ich kann mich an die Aussage erinnern, nach deinem Sturz in Kusamo habt ihr in der Saison die Kantung der Ski ein bisschen verstärkt. Hast du das wieder zurückgenommen für diese Saison? Naja, es ist natürlich, versucht man die Ski flach zu halten, weil man dann einfach mehr Anströmung und mehr Rückmeldung vom Ski hat. Aber auch die Änderung von flach auf mehr Kanten war unbewusst. Das ist einfach so ein Prozess, der sich entwickelt, weil sich der Sprung ändert, das Material ändert, auch vielleicht die Körperkräfte von der Athletik verändern und das sind unbewusste Begleiterscheinungen, die einfach unter dem Ziel stehen, dass man ganz nach unten springt. Also hast du jetzt die Kantung nicht wieder zurückgenommen, also bisschen flacher? Versuchen natürlich schon flacher, aber ganz so einfach ist es doch nicht und es braucht dann ein paar hundert Sprünge, bis man sowas das Gefühl wieder umgestellt hat. Ja. Ja. Andreas Wellinger und die Öffentlichkeit, die Fans, die Mädchen hier in Willingen ist besonders ausgeprägt. Man kommt vom Trainingssprung, geht quasi am Spalier entlang, möchte keinen enttäuschen. Das ist auch so eine Gratwanderung, ne? Denn du brauchst ja eigentlich die Zeit auch wieder für den nächsten Sprung. So wie gestern, wenn man nach dem ersten Trainingssprung unterwegs ist, dann geht man natürlich ungern an die Fans vorbei, weil es einfach auch ein Privileg ist. Die stellen sich da stundenlang hin, dass sie uns anfeuern. Und das ist auch das geile Gefühl, was wir haben, wenn wir oben sitzen und sehen die Menschenmengen. Dann ist aber oft einfach die Zeit zu kurz, dass man dann unten stehen bleibt, Fotos macht, Autogramme schreibt. Und dann gestern war es eh cool mit der Teampräsentation, sind wir dann auch nochmal runtergefahren. Dann hat man eben mehr Zeit und
macht er die Arbeiten gerne. Ich habe gehört, der Briefträger geht schon ganz krumm, wenn der bei dir zu Hause vorbeikommt, weil so viel Fanpost er zu buckeln hat. Ist das noch zu bewältigen? Es ist zu bewältigen. Ich kriege ein bisschen Hilfe von Du hast einem. Mitarbeiter. Mitarbeiter. Meine Familie hilft mir da. Backoffice nennt man das. Deswegen, das macht man gern. Da kommen extrem viele schöne Briefe und von kleinen Kindern Zeichnungen, wo man einfach nur den Brief aufmacht und das Lächeln kriegt. Hm. Möchtest du über dein Privatleben reden? Nee. Na, du bist vergeben? So lala? Ich bin glücklich mit meiner Situation. Möchtest du über dein Privatleben reden? Nein, Sie, aber wie geht's zu deiner Freundin? Jetzt können Sie sich ausmalen, wie sein Privatleben aussieht. Er ist also glücklich. Okay, ja, dann möchten wir auch, dass du glücklich bleibst, weil es gibt ja wahrscheinlich auch eine Wechselwirkung. Wenn es privat in Ordnung ist und man hat da keine Sorgen, da gibt es sicher auch eine Reflexion auf das Springen. Oder wäre das egal? Bist du so ein Typ? Wenn man Heimstress hat oder hätte, dann nimmt man es unbewusst auch mit zu den Wettkämpfen oder ist halt vom Kopf her zu sehr abgelenkt. Aber Familie und der Rückhalt daheim, der ist extrem wichtig, dass man auch so einen gewissen Ausgleich hat zwischen Anspannung und Entspannung. Gibt es eine Hierarchie in der Mannschaft? Ist ja Severin Freund ist ja leider ausgefallen, ne, verletzt und das dauert seine Zeit. Du sagst, bevor ich die Frage fertiggestellt habe, einfach nee. Das heißt also, Richard Freitag und du, ihr hebt euch nicht noch ein bisschen ab von den anderen? Nee, es ist, man meint vielleicht von außen, dass es über die Leistung irgendwo so eine Hierarchie gibt oder eine Einstufung, aber so ist es überhaupt nicht. Wir haben ein geiles Team, eine gute Stimmung und jeder versucht sein Bestes zu geben. Und dann sind wir im Jahr so viele Tage miteinander unterwegs, dass man einfach Spaß haben muss und die Zeit auch miteinander genießen kann. Und damit kann ich nur sagen, es ist cool, mit dem Team unterwegs zu sein. Und auf dem Zimmer, da bist du ja mit einem zusammen, der, sagen wir mal, relativ zurückhaltend ist, oder? Naja, mal so, mal so. Mal so, mal so. Unser Einheimischer hier. Mit dem Stefan, ne? Genau, der, er ist grundsätzlich eher ruhig und zurückhaltend, was es auch ganz angenehm macht, weil man einfach mal entspannt sein kann. Und Entschuldigung, stopp jetzt hier. Wir gehen Training. 10:45 Uhr. In Ordnung. Okay, sehen Sie, liebe Zuschauer, so läuft das. Der Trainer ruft, der Athlet fliegt hier. Wir wollten ohnehin jetzt das Gespräch beenden, aber das war etwas abrupt. Aber okay. Ja, so ist es halt.